Helene Fischer ist aus dem deutschen Schlager nicht mehr wegzudenken. Bunte.de erzählt, wie ihre Karriere damals begann. Hinter Helene Fischer, 39, liegt ein unglaublich erfolgreiches Jahr. Ihre Rauschtournee begeisterte Tausende von Menschen. Zudem eroberte ihr Hit Atemlos 10 Jahre nach Veröffentlichung die Spitze der Charts und ihre legendäre Weihnachtsshow feiert auch ein Comeback. Doch damit längst nicht genug. Auch für das kommende Jahr hat die Entertainerin schon große Pläne. Sie will ihre Fans mit einem neuen Album überraschen. 2024 steht also schon jetzt unter einem guten Stern. Und wer Helene Fischer schon von Anfang an verfolgt, der weiß, sie feiert außerdem ein ganz besonderes Karrierejubiläum. Helene Fischers Mama Maria besiegelte vor 20 Jahren ihr Schlagerschicksal. Denn 2024 ist es genau 2 Jahrzehnte her, dass Helene als Musikerin durchgestartet ist. Im Jahr 2004 war es ihre Mama Maria, die eine Demo-CD an den Künstlermanager Uwe Kantag schickte, der Beginn von etwas ganz Großem. Maria Fischer besiegelte so das Schlagerschicksal ihrer talentierten Tochter und legte den Grundstein für eine absolut beispiellose Karriere. Helene feiert bis heute Riesenerfolge. Egal, ob sie auf Deutsch oder auf Englisch singt, Duette mit Weltstars eintütet oder Filmmusik beisteuert. Was die 39-Jährige anfasst, wird zu Gold. Doch für die Ausnahmekünstlerin zählen weder Ruhm noch Geld. Was ihr wirklich am Herzen liegt, ist das Wohl ihrer Familie. Helene Fischer, Mama Maria ist ihr großes Vorbild. Wie wichtig der Schlager-Ikone ihre Liebsten sind, merkt man daran, wie sehr Helene Fischer ihr Privatleben beschützt. Das war schon bei der Beziehung mit Ex-Freund Florian Silbereisen, 42, der Fall. Auch über ihre Ehe mit Thomas Seitel, 38, und ihr Mutterglück mit Tochter Nala weiß man kaum etwas. Zusammengehalten wird die Familie vor allem auch von Helenes Eltern. In einem Interview mit der Zeit schwärmt die Entertainerin: Mein großes Vorbild ist mein Leben lang schon meine Mutter. Maria und auch Papa Peter Fischer bezeichnet sie als ihre größten Fans. 2024 dürfte Helene Fischer einmal mehr enorm dankbar sein für ihr bisheriges Lebenswerk und für 20 erfolgreiche Jahre, nach denen noch lange nicht Schluss ist. Die nächste Tournee ist nämlich auch schon in Planung. Im Sommer 2026 möchten Helene und ihr Team die Stadien auf einer einzigartigen 360-Grad-Bühne rocken. Rosiger könnten die Aussichten für die Zukunft wohl nicht sein.